Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den August 2017, dem Monat der Sonnenfinsternis. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen. Euer Fernweh ist diesen Monat stärker denn je. Das ist schön, wenn ihr Urlaub habt oder die Möglichkeit zu verreisen. Auch eine Fortbildung würde unter guten Sternen stehen. Das sind alles Gelegenheiten zum Flirten und tolle neue Leute kennenzulernen. Es gibt auch diesmal wieder eine Verlosung, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Bleibt dran. Jetzt schauen wir uns den Erlebnishintergrund an, also die Aspekte, die längerfristig auf euer Zeichen einwirken. Da wäre zunächst mal das Quadrat, also der Spannungsaspekt zu Neptun, der für euch im vierten Haus der Familie steht. Und habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Bei einem Neptun-Quadrat geht es immer um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Es geht darum, dass vielleicht auch hinterm Rücken geredet wird. Ne? Gerade auch beim Schützen kann es sowas sein. Jetzt in der Familie, und wo doch gerade auch die Lilith im Schützen steht und viele Schützen auch so ein bisschen schräger sind als sonst. Ne? Vielleicht wird da in der Familie auch getratscht und irgendwelche Heimlichkeiten ausgetauscht. Ne? Oder ihr selber, wenn einfach jetzt vom Aspekt her, der auf eure Sonne einwirkt, ihr selber habt ein Problem damit, euch klar darzustellen oder auch euch selber darüber klar zu werden, was eigentlich in euch los ist. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Es ist natürlich auch ein sehr romantischer Aspekt, der euch auch charismatisch macht, aber es ist immer wieder ganz wichtig, dass ihr erstmal euch im Inneren darüber klar werdet, was ihr wollt und dass ihr das dann eben auch nach außen kommuniziert. Und jetzt kommt ab August noch dazu dieses Halbquadrat hier zu Uranus. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt und der spricht davon, dass man, wenn man neue Leute kennenlernt, oftmals nicht genau weiß, woran man ist. Ne? Oder auch vielleicht auch, dass die anderen nicht genau wissen, woran sie mit euch sind. Das ist ganz wichtig, gerade eben auch beim Internet-Dating kann das zum Problem werden, weil eben die Menschen sich doch ganz anders darstellen, also noch mehr als sonst schon. Ich habe darüber ausführlich in der kosmischen Schwingung gesprochen und diejenigen, die das Neptun-Quadrat jetzt haben von euch, das sind die Geburtstagskinder vom 3. bis 7. Dezember, das sind vielleicht auch diejenigen, die eigentlich nicht so recht wissen, was sie wollen gegenüber jemand Neuem, den sie kennenlernen. Also das müsst ihr so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann als nächstes habt ihr ja einen schönen Aspekt zu Glücksplanet Jupiter. Der steht für euch im 11. Haus der Freundschaft. Ganz wunderbar. Das ist ein sehr schöner, förderlicher Aspekt. Bedeutet, dass ihr Unterstützung bekommt von Freunden oder auch gesellschaftlicher Art oder von Gönnern, die euch gut finden. Das ist sehr, sehr schön. Und das gilt in diesem Monat besonders für die Geburtstagskinder vom 6. bis 15. Dezember. Aber Achtung, wir haben dabei in diesem Monat auch ein Quadrat zu Pluto. Das habe ich in der kosmischen Schwingung beschrieben. Das hat mit Schulden zu tun, Schulden und Geld damit, dass man vielleicht zu viel Geld ausgibt, um jemanden zu beeindrucken, den man neu kennengelernt hat, oder eben auch in der Partnerschaft vielleicht, dass man ohne Absprachen Geld ausgibt und der Partner weiß gar nichts davon. Und in eurem Fall kann es auch Freundschaften betreffen. Vielleicht habt ihr einem Freund Geld geliehen. Pluto steht ja auch überhaupt für euch im Geldhaus. Das bedeutet für so manchen Schützen auch einen enormen finanziellen Zuwachs. Pluto kann da ja auch eine sehr große Power entfalten, aber wenn man nicht aufpasst, kann er einem halt auch was wegnehmen. Und vielleicht habt ihr Schwierigkeiten, wenn ihr innerhalb von Freundschaften Geldgeschäfte macht. Also achtet da mal drauf. Und zwar besonders jetzt im August, also bis zum 20. August ist das in Effekt, dieses Quadrat. Und das ist für euch besonders wichtig, weil ihr werdet ja von Jupiter regiert. Also was der macht, ne, was der Jupiter macht, was der für Aspekte kriegt, das beeinflusst eben auch die Schützen. Da schwingen die ja dann so mit. Das ist ganz wichtig. Genau, und dann auch super wichtig für euch, ihr habt ja schon lange den Saturn in eurem Zeichen stehen und die Lilith ja jetzt auch seit ein paar Monaten. Und die und der Saturn, die werden sich verbinden in diesem Monat und wirken dann gleichzeitig ein auf die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 16. Dezember Geburtstag haben. Und das ist eine große Kraft, große Kreativität und eine große Kraft auch zu manifestieren, also diese kreativen Ideen auch wirklich umzusetzen, macht einen aber auch sehr kompromisslos. Also diejenigen Schützen von euch und auch speziell diese Geburtstagskinder, die vielleicht kreativ tätig sind, die werden jetzt einfach merken, dass sie sich da jetzt voll und ganz drauf konzentrieren wollen und werden vielleicht auch Schwierigkeiten damit haben, in der Partnerschaft ihre Verantwortlichkeiten zu erfüllen. Und die müssen dann einfach den Partner bitten, ihnen
möglichst viel Freiraum jetzt mal zuzugestehen oder vielleicht auch schon vorher darüber sprechen, wie können wir das machen, wenn ich dir die Zeit habe, was kann ich dann im Ausgleich für dich tun? Ne? Also wenn ihr in einer Partnerschaft seid, kann das eben zu Konflikten führen. Deswegen würde ich das sorgfältig besprechen, den Partner ins Vertrauen ziehen, damit ihr dann eben auch diese Kräfte dann auch umsetzen könnt. Das wird besonders interessant dann, wenn die Sonnenfinsternis kommt. Kommen wir gleich noch zu. Diejenigen, die jetzt Single sind und da keine Verantwortung haben, die haben es natürlich gut. Die brauchen einfach nur zu gucken, wie sie ihr eigenes Leben so organisieren, dass sie ihre kreativen Kräfte nach Belieben freisetzen können. Ne? Genau, und da ist natürlich dann eben auch noch wichtig für euch, dass auch der Uranus in einem sehr schönen und kreativen Aspekt zu euch steht und diese Kreativität auch nochmal verstärkt. Da gibt es auch eine Überschneidung der Geburtstagskinder, die diese Aspekte empfangen, so 16. bis 18. Dezember. Und das Uranus-Trigon empfangen diejenigen, die vom 18. bis 21. Dezember Geburtstag haben. Macht euch halt sehr, sehr kreativ. Und weil der Uranus ja im August rückläufig wird, entfaltet er dann nochmal eine ganz besonders starke kreative Kraft. Kann aber auch beziehungstrennend wirken. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Also, dass ihr da nicht aus einem Impuls heraus vielleicht was beendet, wo ihr eigentlich doch gerne noch weitergemacht hättet. Okay, soweit also die langfristigen Aspekte und jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen, die auf euch einwirken. Ihr habt also sehr schön die ganzen Löwe-Planeten in einem Trigon zur Sonne stehen und zwar eben aus dem 9. Sonnenhaus, das ist das Haus des Fernwehs. Deswegen habe ich gesagt, also für viele Schützen ist dieses Thema Fernweh, was ja sowieso euer Thema ist, dann besonders ausgeprägt. Also hoffentlich habt ihr Urlaub, hoffentlich habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen rumzureisen, euch zu bewegen, in die Ferne zu schweifen und notfalls auch gedanklich, ne, schafft euch da auf jeden Fall Freiräume für, das wäre halt wichtig. Die Sonne steht im Löwen und das spürt jetzt die zweite Dekade, direkt daneben der Mars, der steht im Moment noch in der ersten Dekade. Dann haben wir den Merkur, der steht für euch im 10. Haus des Berufs und der Karriere, da steht er gut bis zum 13. Dann wird er rückläufig. Das könnte ein bisschen schwierig werden, kommen wir aber gleich noch zu. Die Venus steht im Zeichen Krebs und damit in eurem 8. Sonnenhaus und das ist das Haus der festen Beziehung. Das ist eigentlich sehr schön, weil sie da eben eine gute Liebesenergie reinbringt für diejenigen, die in festen Beziehungen sind, aber weil sie ja lauter schwierige Aspekte kriegt, könnte das eben auch für so manchen Schützen zur Herausforderung werden, wenn ihr eben in einer festen Beziehung seid. Genau, das ist also erstmal das Planeten-Setup, mit dem wir jetzt in den Monat starten. Und dann wird ja am 3. August, wie schon gesagt, der Uranus rückläufig, aber das ist eben eine langfristige Wirkung für die Stärke, die der Uranus für euch ausstrahlt. Dann am 6. August auch noch erwähnenswert, da wird nämlich der Mars im Löwen in die zweite Dekade wechseln. Da bekommen dann also die Schützen der zweiten Dekade einen Energieschub von diesem Aspekt. Und am 7. ist ja dann der Vollmond. 20.20 Uhr wird als partielle Mondfinsternis erscheinen und für euch fällt er auf die Achse Wissen, Lernen und Philosophien. Ja, also da könnte es jetzt emotionale Auseinandersetzungen um Perspektiven gehen, um Lebenspläne, ne, oder auch darum, wie ihr in Beziehungen kommuniziert. Das ist da so das Thema. Und wenn ihr merkt, eine Auseinandersetzung wird dann also irgendwie halt sehr, sehr emotional, dann würde ich das einfach mal vertagen. Es ist immer besser, wenn man dann lieber eine Kuschelzeit mit dem Partner einlegt und nicht so viel redet. Am 9. bis und dann bis zum 12. beginnt die super heiße Flirtphase des Monats. Sehr schön für euch. Vor allen Dingen die Aspekte hier von Jupiter, der steht ja sowieso gut für euch und der verbindet dann eben diese ganzen Kreativaspekte hier mit Lilith, Sonne im Löwen. Also das ist schon sehr knisternd, vor allem auch, wenn ihr in Urlaub seid. Ja, ist toll für eine Urlaubsliebe und überhaupt, um eben Fernsein zu genießen. Ja. Und es ist auch schön für Festliierte, weil die Venus hier einen sehr, sehr schönen Aspekt zu Romantikplanet Neptun macht in der Zeit und das fällt in die Häuser für euch, für die Festliierten. Also vielleicht habt ihr in der Zeit auch mal die Möglichkeit, wenn es ein bisschen schwierig ist, da mit eurem Partner oder Partnerin wieder mehr auf Tuchfühlung zu gehen. Und der Top-Tag in dieser Phase ist der Samstagabend.
Da haben wir diese schöne Drachenfigur und da seid ihr eben als Schütze auch hier an diesem großen Dreieck beteiligt, wo die ganzen Kreativkräfte, Kreativflirt, Neuerung, neue Leute kennenlernen, eben auch alle in eurem Zeichen zusammenlaufen. Und das trifft jetzt alles genau auf den Saturn. Deswegen besteht da eben auch die Chance, dass das euch so inspiriert, dass ihr dann auch ins Manifestieren kommt. Das heißt, dass ihr auch umsetzt. Und das ist halt toll für Freundschaften, für Urlaubsbekanntschaften, für eure Zukunftspläne und eben für die kreative Manifestation. Und das ist alles an diesem Samstagabend und in dieser Nacht möglich. Genau. Ja, am 13. August wird dann der Merkur rückläufig in der Jungfrau. Das ist bei euch im 10. Haus bis zum 5. September. Und das kann natürlich, je nachdem, auch Probleme, Rückschläge, Verständnisschwierigkeiten, was eure Karriere anbetrifft, mit sich bringen. Achtet da dann besonders drauf, dass ihr immer alle Informationen auch habt, die nötig sind, oder dass ihr noch ein bisschen abwartet und vielleicht auch wichtige Verträge bis auf die Zeit nach dem 5. September verschiebt. Und das Ganze ist nämlich auch noch, deswegen ist es besonders brisant für euch, passiert jetzt hier auch noch genau auf der Achse mit Neptun, und der steht ja zu euch in Spannung. Also beide Planeten stehen dann in Spannung zum Schützen. Und diejenigen, vor allem die Geburtstagskinder, die das Neptun-Quadrat abbekommen, für die ist es dann noch mal wichtiger, sich nicht missverständlich auszudrücken. Das kann sich nämlich dann auch beruflich äußern und jetzt nicht nur bei einem Flirt, der vielleicht nicht so wichtig ist. Also das ist dann einfach wieder dieses wichtige Thema, nicht mehr versprechen, als man halten kann. Ne? Vielleicht merkt ihr euch das einfach. Wenn ihr da so fahrt, dann müsstet ihr eigentlich ganz gut damit klarkommen. Am gleichen Tag beginnt auch das Trigon der Sonne, was ein schöner Aspekt ist, den Durchgang durch die dritte Dekade und beglückt dann also die dritte Dekade des Schützezeichens. Und am 13. beginnt auch die Herzensbrecherphase. Die geht dann bis zum 18. Da haben wir dann eben erstmal die schwierigen Aspekte zur Venus. Das kann bei euch eben festliierte Schützen vor allem betreffen. Und Venus und Pluto, das ist dieser Herzensbrecher-Aspekt, haben ja dann einen harten Aspekt auch zu Jupiter, und das ist euer Herrscher. Also das kann euch schon betreffen, diese Zeit. Also entweder, dass ihr jemand Neues kennenlernt und das ist dann, geht dann mit gebrochenem Herzen einher, oder vielleicht seid ihr auch die Herzensbrecher. Das kommt nämlich schon mal vor, dass Schützen als Herzensbrecher unterwegs sind. Also achtet mal in dieser Zeit einfach besonders, seid da achtsam, ja, mit euren eigenen Gefühlen, mit denen anderer, achtsam und liebevoll, damit es in dieser Zeit eben nicht zu Tränen kommt. Ja, am 18. selber, warte mal, da hatte ich mir auch noch was notiert. Genau, da geht die Venus hier in die dritte Dekade, für diejenigen, die es betrifft, im Krebszeichen. Und was ich auch noch gesagt haben wollte zu diesem schwierigen Aspekt, der bringt auch immer wieder Fluchttendenzen mit sich. Also die festliierten Schützen, für die es dann schwierig wird, die neigen eben dann dazu, sich in eine Affäre zu stürzen, hier auch mit Lilith. Ne? Das erscheint dann in dem Moment einfacher. Oder ihr flüchtet in eure eigene kreative Tätigkeit. Das ist ja eigentlich ganz okay. Ne? Vor allen Dingen, wenn ihr vorher vereinbart habt, dass ihr jetzt ein bisschen Freiraum braucht in diesem Monat. Genau, also wenn ihr diese Dinge beachtet, müsstet ihr damit einigermaßen klarkommen. Aber dann gibt es auch schon wieder zwei Top-Tage. Samstag ab 20 Uhr und dann Sonntag, also den 19. und 20. August. Das ist das Partywochenende des Monats, wenn hier der Mond im Löwen ist und auch diese Planeten alle im Löwen. Da ist dann unbeschwertes Genießen und Feiern angesagt. Ne? Vor allem, wenn ihr im Urlaub seid, vor allem, wenn ihr Single seid und keine Verantwortung habt. Und Montag, der 21. ist dann der Tag der totalen Sonnenfinsternis. Und das Ganze bei euch im 9. Haus ist für euch sehr wichtig. 9. Haus ist das Haus des Schützens. Also das, was euch sowieso ausmacht, ne? Dieses, dass ihr so die Visionäre seid mit dem Fernweh, die immer wieder neue, also die Grenzen überwinden wollen und sich immer wieder neue Felder erschließen wollen. Das wird dadurch besonders betont. Unsere Stichworte waren ja Kreativität, Exzellenz und Manifestation. Das ist jetzt für euch eine sehr visionäre Konstellation. Ihr blickt da gewissermaßen in die Zukunft und könnt langfristig Pläne machen. Und ihr habt auch Ideen, wie ihr euer Fernweh stillen könnt. Und zu Vollmond am 6. September zeigen sich vielleicht schon erste Ergebnisse. Am 22. August beginnt dann der Mars hier im Löwen, die dritte Dekade.
Und dann bekommen eben die Schützen der dritten Dekade diesen schönen stärkenden Einfluss von Mars. Und dann geht am 23. August die Sonne ins Zeichen Jungfrau, auch dann bei euch im 10. Haus, und aktiviert dann eure Karriere, wenn ihr so wollt. Aber wie gesagt, bis zum 5. September ist gleichzeitig der Merkur noch rückläufig. Also müsst ihr wirklich immer wieder darauf achten, dass ihr, wenn ihr Entscheidungen trefft, alle nötigen Informationen auch wirklich zur Verfügung habt. Dann haben wir ja am 24. bis 26. August nochmal die schwierige Konstellation mit der Venus, mit Uranus, also ein stark trennender Impuls. Ja? Und das kann dann schon schwierig werden für Schützen in festen Beziehungen, vor allem für die Geborenen der dritten Dekade, dass die da nicht aus dem Impuls heraus in die Trennung gehen, sondern lieber noch ein bisschen abwarten. Ne? Vor allen Dingen, weil die Venus kurze Zeit danach in den Löwen geht und dann steht sie für euch schon wieder viel, viel besser. Aber vorher wollen wir uns noch anschauen, dass auch am 26., ja, am 25., 24., an diesen Tagen, Saturn nach langer Rückläufigkeitsphase wieder direktläufig wird und dadurch auch eine besonders starke Kraft entwickelt. Und das jetzt eben bei euch, bei den Schützen im ersten Haus, die Schützen der dritten Dekade, nochmal eben der Hinweis, ihr habt eine sehr, sehr starke kreative Kraft und auch eine Manifestationskraft, aber ihr müsst euch dafür ein bisschen Freiraum schaufeln. Wenn dann dauernd alle auf der Matte stehen und was von euch wollen, dann kann das eben auch wieder zu Konflikten führen. Genau. Am 26. geht dann die Venus ins Zeichen Löwe. Das ist super schön für euch. Erstmal für die erste Dekade Schütze. Ihr bekommt dann eben auch einen sehr schönen Aspekt von der Venus. Am 29., das ist ein Dienstag, haben wir dann nochmal einen Top-Tag für euch. Super schön für kreative Schützen, weil da der Mond in eurem eigenen Zeichen zunächst mal hier die Venus aktiviert und dann später auch noch Lilith und Saturn und auch für eure Freundschaften hier mit dem Jupiter im Haus der Freundschaften, also Glück mit Freunden. Und dann am 31. August, da geht dann der Merkur auf seiner Rückläufigkeitsphase wieder zurück ins Zeichen Löwe. Das waren die Konstellationen für den August. Wenn ihr eine Beratung braucht, vielleicht weil ihr rausfinden wollt, wie diese interessanten Lilith-Aspekte zu euch stehen oder wie das mit der Sonnenfinsternis sich noch weiter auf euch auswirkt, ich bin natürlich für euch da hinter dem kleinen I-Zeichen. Findet ihr den Hinweis, wie ihr zu meiner Webseite kommt, dann könnt ihr eine Beratung direkt bei mir buchen. Oder ihr macht mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da gibt es jetzt nochmal einen Termin vor der Sommerpause am 28. Juli. Da könnt ihr mitmachen. Da beantworte ich für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine Frage zum persönlichen Horoskop. Oder ihr macht einfach bei der Verlosung mit. Da könnt ihr nämlich 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen und die Gewinnerin erscheint dann in der nächsten kosmischen Schwingung. Bitte reinschauen. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann postet mir doch bitte einen netten Kommentar mit einem interessanten Inhalt, wie es euch gefällt, was ihr noch für Anregungen habt, wie ihr mit den Videos klarkommt, und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr dabei. Zum Schluss noch der Hinweis, falls noch nicht geschehen, schaut auch nochmal in das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten. Also, alles Gute mit den Sternen.